auf Sky oder dementsprechend bei Wow gibt es eine neue Serie, sie heißt Souls und in der männlichen Hauptrolle als der geheimnisvolle Sebastian. Und ich freue mich, dass er da ist. Alexander Jovanovic, wie geht's dir und wo bist du? Hallo, ja, danke für die Einladung. Wie es mir geht? Mir geht es ganz gut. Ich bin gerade am Renovieren, Wohnung renovieren und so Zeug machen zwischen den Drehtagen. Mir geht es gut, doch. Ich bin in Berlin zu Hause. Ein toller Herbst. Das freut mich. Außer natürlich mit dem Renovieren. Das ist ja immer, das kann ja sehr schnell an die Nerven gehen, ne? Oh ja. Dann lass uns schnell über was Schönes reden. Souls, das ist natürlich gleich so ein Titel. Da ahnt man, es könnte ein bisschen geheimnisvoll, gruselig werden. Was kannst du uns über die Serie verraten? Also die Frage, die sich da immer stellt, die Frage, die sich bei Souls stellt, ist... gibt es ein Leben nach dem Tod? Hat man schon mal gelebt? Wie ist das, wenn man seinen eigenen Tod erlebt und wieder zurückkommt? Das sind die Fragen, die sich da stellen. Und am Ende geht es darum, die großen Seelenverwandten zu finden. Und wenn man ihn gefunden hat, was ist man bereit dafür zu tun, ihn wiederzufinden? Ich lese mal kurz vor, worum es offiziell geht. Im Zentrum von Souls stehen Ellie, Hannah und Lynn, drei Frauen, deren Leben unumkehrbar aus den Fugen gerät, als der 13-jährige Jakob nach einem schweren Autounfall glaubt, sich an sein früheres Leben als Pilot einer verschollenen Passagiermaschine zu erinnern. Es stellt sich die Frage, lügt Jakob oder kann unsere Seele tatsächlich wandern? So, jetzt taucht in dieser Beschreibung der geheimnisvolle Sebastian gar nicht auf. Was ist denn das für ein Mensch, den du da spielst? Was spielt der für eine Rolle? Naja, ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht so viel verrate. Weil das Spannende an Sebastian ist, dass man im Laufe der Geschichte überhaupt erfährt, wer er ist und warum er der geworden ist, der er ist. Also wir finden ihn in den ersten zwei Folgen als den Anführer einer, man könnte sagen, Sekte, bei der er versucht, Menschen in ein früheres Leben zurückzuführen. Und als er dann erfährt, dass der junge Mann behauptet, er hätte schon mal gelebt, macht er sich auf die Suche, ihn zu finden, um herauszufinden, ob das stimmt. Das klingt sehr, sehr gut. Was hat dich denn beim ersten Drehbuchlesen überzeugt? Das ist ein wirklich sezierscharf geschriebenes Drehbuch. Alexander Eslam und das ganze Drehbuchteam, Lisa van Brakel und die vielen anderen, die da mitgeschrieben haben, das ist ganz präzise geschrieben. Die Figuren sind sehr gut ausgearbeitet, die Dialoge sind toll und es ist eins dieser Drehbücher, wo man schon beim ersten Lesen spürt, hier kann ich nicht streichen, weil manchmal macht man sich das ein bisschen mundgerecht und dann sagt man das so, wie man es lieber selber sagen würde. Aber da habe ich relativ schnell gemerkt, wenn ich da einen Satz rausnehme oder sogar nur ein Wort rausnehme, dann zerbricht das. Und dadurch, dass das ja über mehrere Zeitebenen erzählt wird, in mehreren Strängen, war die Gefahr so groß, dass wir dann ein Problem haben hinten draus. So habe ich nichts rausgeworfen, sondern habe mich dem Text angepasst. Was eine große Herausforderung ist. Das glaube ich, das hört man ja vor allem bei Hollywood-Filmen. Soll ja wirklich, es ist ja der Anspruch, dass jedes Wort so entscheidend ist, dass wenn es fehlt, das alles eigentlich in sich einschützt. Das klingt ja verdächtig danach. Absolut so, absolut genauso. Wir haben ganz viele Gespräche geführt, auch am Set, wo ich manchmal gedacht habe, ach, vielleicht kann man das anders sagen. Alex ist ein sehr offener, genauso wie Hannah, sehr offene Regisseure. Und die wollten sich das alles immer anhören, aber wir haben dann immer wieder zurück zum Text, weil er besser war als meine Idee. Viele kenne ich natürlich aus Die Heiland, wir sind Anwalt, darüber reden wir gleich. Ich möchte zuerst mit dir über deine Ausbildung sprechen. Ja, 1997 hast du an der Stage School Hamburg deine Ausbildung abgeschlossen mit dem Schwerpunkt Schauspiel und Tanz. Und ich frage mich, lieber Alexander, wie oft konntest du deine Tanzskills einsetzen? Oh, sehr oft. Ich war die ersten 10 Jahre meines beruflichen Lebens war ich Tänzer. Ich war ein Jahr bei Starlight Express auf Rollschuhen. Ich war in der Rocky Horror Show. Ich habe viele Hip-Hop-Shows damals getanzt in den 90ern, viele Breakdance-Shows. Ich habe viel unterrichtet. Ich habe in Toronto getanzt. Ich habe in New York getanzt. Also ich habe sehr viel getanzt. Und als ich dann beschlossen habe, nach Starlight Express mit dem Tanzen aufzuhören, bin ich nach Toronto. Und dann nach einem halben oder nach 9 Monaten wieder zurück nach Hamburg. Und da hatte ich das Glück, dann Fatih Akin kennenzulernen und
Das war es dann mit dem Tanzen und dann fing die Schauspielerei an. Warum hast du dich dazu entschlossen, nach Starlight Express dich vom Tanzen zu verabschieden? Sehr gute Frage. Ich war 25 und damals war das noch ein bisschen anders als heute. Also damals, wenn man Schauspielern wollte und gesagt hat, ich kann auch tanzen, dann war das fast was, wo man so gedacht hat, ach, ob der Schauspielern kann, wenn er tanzen kann. Und ich hatte das Gefühl, ich muss so einen strikten Break machen und das eine hinter mich lassen und mich öffnen für das Neue. Das war damals auch die richtige Entscheidung. Ich wollte einfach, ich habe gemerkt, dass die Kids, die nachkommen, die waren einfach von vornherein besser, weil es gab MTV, sie konnten sich viel angucken. Die Welt öffnete sich dem Tanz gegenüber durch MTV tatsächlich damals. Und ich wollte nicht mit 30 oder 35 ein frustrierter Tänzer sein. Dann habe ich gedacht, ach, ich höre auf, wenn es am schönsten ist. Und das war mit 25 tatsächlich. Wie schön. Ich freue mich, dass das geklappt hat für dich und dass du auch glücklich geworden bist durch diese Transformation. Ja, das war eine sehr gute Entscheidung. Ja. Seit 2020 bist du bei Die Heiland. Wir sind Anwalt mit dabei. Christina Attenstedt war hier auch vor einigen Monaten zu Gast. Tolle Frau, brauche ich dir nicht sagen. Ihr spielt viel miteinander. Ist das eine Serie, bei der du am Anfang gedacht hättest, dass die wirklich so erfolgreich ist oder wird? Naja, sagen wir es mal so. Wir hoffen immer am Anfang einer Serie, dass die erfolgreich wird. Man hat aber so ein... Der Pessimismus und der Optimismus, die halten sich die Waage manchmal bei 80-20 in die eine oder die andere Richtung. Aber wir waren sehr zuversichtlich damals, dass es gut wird, weil es war so eine gute Energie dabei. Wir wussten damals nicht, sollen wir das jetzt machen, sollen wir das nicht machen mit der Vorgeschichte und haben uns entschieden, das doch zu machen. Das war eine sehr gute Entscheidung, weil es macht großen Spaß. Das Team ist toll, Christina ist toll, alle Kollegen dort sind toll. Wir drehen gerade wieder seit vorgestern oder so. Ach schön. Und Staatsanwalt Rudi, ist es mittlerweile jemand, den du... Das Wort mögen ist immer gefährlich bei fiktiven Figuren, aber magst du Rudi oder ist das jemand, den du privat auf Abstand halten würdest? Ich mag Rudi sehr. Ich mag Rudi Illich sehr. Ich mag seinen Humor, ich mag seine Gelassenheit. Ja, doch, das macht mir sehr großen Spaß. Und ich freue mich da immer wieder drauf. Ich habe natürlich auch das Glück, dass ich so eine große Vielzahl von verschiedenen Sachen spielen kann. Und dann ist es natürlich toll, wenn ich mal auf der einen Seite sowas wie Sebastian spiele. Oder ich habe vorletztes Jahr mit einem guten Freund ein Drehbuch geschrieben, Distanz. Das läuft jetzt in Indien auf dem internationalen Filmfest. Das habe ich mitgeschrieben, da habe ich die Hauptrolle gespielt. Und wenn ich dann so pendeln kann, und wir haben das damals gleichzeitig gedreht, Souls, Distanz und Heiland. Das waren so ein Paket von 4 oder 5 Monaten mit, keine Ahnung, über 100 Drehtagen. Alles zusammen. Das war ein anstrengender Ritt, aber es war toll. Also so zwischen den Formaten zu springen, zwischen den Rollen zu springen, das hat großen Spaß gemacht. Und Distanz, kann man ja fast sagen, ist ja ein Kammerstück fast, ne? Es ist ein absolutes Kammerspiel. Wir gehen nicht einmal raus mit der Kamera, wir sind drin. Wir erzählen die erste Zeit des Lockdowns, also die ersten 3 Monate des ersten Lockdowns. So ist es auch entstanden. Ich glaube, am 4. April 2020, da waren wir gerade, ich glaube, gefühlt 2 Wochen im Lockdown, kam Lars mit einem Einseiter oder Zweiseiter und hat gesagt, lest dir das mal durch und könntest du dir vorstellen, dass wir das zusammen machen. Ein Jahr später, am 4. April 2021, hatten wir 3 oder 4 Drehbuchfassungen, den Film finanziert und fingen an zu drehen. Also war der erste Drehtag schon. Ja, genau. Und dann hatten wir das parallel zu den anderen Projekten gedreht, was damals echt ein Ritt war, weil für die Produktion war das ein Risiko, dass ich 3 Produktionen mache, wegen Corona, wegen den ganzen Tests. Ich war dann isoliert in einer anderen Wohnung, habe meine Familie über einen langen Zeitraum nicht gesehen, weil ich niemanden, ich wollte mich nicht anstecken. Eigentlich war ich in so einer Laszlo-isolierten Welt, nur nicht in einer Wohnung, sondern zwischen 3 Sets und einer wirklichen Isolationswohnung,
wo ich niemanden anders getroffen habe. Du scheinst gut durchgekommen zu sein. Ja, ja, ja. Und wir können dich jetzt auch noch in einer der besten deutschen Serien demnächst sehen. Ich liebe Kranitz bei Trennung Geld zurück. Es gibt kaum was Besseres. Der großartige Jan-Georg Schütte war hier auch schon zu Gast und hat darüber erzählt. Und wir haben herzhaft gelacht. Und ich freue mich, dass es eine zweite Staffel gibt. Und du bist dabei. Und du spielst Ivan Meierle. Und der hat ja mit Bjarne Mädels Figur ein bisschen was zu tun, ne? Ja, genau. Also Bjarne und Bjarne Mädels Figur und ich, wir treffen uns dort, weil unsere Freundschaft einen kleinen Knick hat. Und diesen Knick möchten wir ausbügeln bei unserem Paartherapeuten und bei Kranitz. Und ob uns das gelingt oder nicht, das lasse ich mal so stehen. Aber es ist natürlich toll, dass wir Ivan Meierle aus dem Begräbnis mitnehmen zu Kranitz. Und ich verrate nicht viel, aber ich verrate schon mal, Ivan Meierle wird es wiedergeben. Ich bin so gespannt drauf, weil, falls ihr Kranitz gar nicht kennt, das Ding ist praktisch improvisiert. Nicht praktisch, es ist improvisiert. Genau, und das, wusstest du am Anfang, wo es hingeht? Oder bist du dann auch fähig, die Geschichte so zu beenden, wie deine Figur es in dem Moment als richtig empfindet? Es ist eine sehr gute Frage, weil wir als Schauspieler denken uns immer so tolles Zeug aus davor, weil wir nervös sind und denken, oh fuck, gleich muss ich den ganzen Tag improvisieren. Wie soll ich das machen? Das geht total in die Hose. Alle sind mega aufgeregt, immer. Und dann hat man so ganz viele Pläne im Kopf und dann ist man dort und dann heißt es und bitte und der ganze Shit ist vergessen. Man weiß gar nicht mehr, was man sich so vorgenommen hat. Und da fängt Magic an. Da fängt es wirklich an, wirklich großartig Spaß zu machen, sich fallen zu lassen und von der Figur treiben zu lassen und treiben zu lassen. Und plötzlich sagt man Dinge, macht Dinge, die mir so als Alexander Jovanovic nicht eingefallen wären, aber Ivan Meierle sind sie eingefallen. Ja, es ist groß. Ja, ich freue mich. Ich habe es schon gesehen. Und wenn ihr jetzt also Alexander sehen wollt, ihr habt, wie ihr gehört habt, viele Möglichkeiten. Auf Sky gibt es ihn bei Souls, dann gibt es ihn in der ARD-Mediathek, sowohl bei Die Highland als auch bei Kranitz. Und Kranitz, also wirklich gönnt euch Kranitz, wenn ihr es noch nicht kennt. Es ist pure Liebe, dieses Format. Und er ist noch bei so vielen mehr Sachen dabei. Und ich denke, er wird uns noch viele Jahrzehnte erhalten bleiben. Alexander Jovanovic, vielen Dank für deinen Besuch in der Web-Talk-Show. Vielen Dank für die Einladung. Gerne. Und du hast jetzt noch, bevor es gleich ganz duster bei dir wird, eine schöne Gelegenheit. Du darfst jetzt in deine Kamera sagen, was du noch nie in eine Kamera dieser Welt gesagt hast, aber eigentlich schon immer mal sagen wolltest. Und Alexander, heute ist der Tag. Du hast aber noch ein paar Sekunden Zeit, darüber nachzudenken. Für euch da draußen habe ich einen schönen Tipp. Probiert es mal, Risiken bewusst einzugehen. Ja? Also wenn ihr seht, okay, das ist jetzt ein bisschen risky, es könnte schief gehen. Probiert's, weil wir haben genau ein Leben und willst du am Ende da sitzen und sagen, hey, ich habe immer auf Nummer sicher gesetzt, war total schön, ich habe genau eine spannende Geschichte und die ist einem Kumpel passiert. Also nein, ey, bitte, deswegen taking chances, probiert mal was aus, riskiert mal was. Wir sehen uns morgen, wie jeden Abend zur Web-Talk-Show. Mein Name ist Nico Gutier und jetzt die heutigen Abschlussworte von Alexander Jovanovic. Bis dann. Ich sag jetzt mal was, was ich sehr häufig in meinem Leben gesagt habe vor der Kamera, weil das ist eigentlich viel lustiger als das, was ich nicht gesagt habe. Und zwar, ich war es nicht. Ich war es wirklich nicht.